In Deutschland predigt die russische Propaganda, dass sich Deutschland mit Russland gut stellen oder gar verbünden solle und unterschwellig somit vielleicht ein paar Ostgebiete zurückbekommen könne. Dieser Artikel von Sputniknews.cz aus dem Jahr 2018 spricht aber eine ganz andere Sprache. Ja, 2018, 80 Jahre Münchner Abkommen. Es folgte die Zerschlagung der Tschechoslowakei durch das Dritte Reich. Und Russland habe Geheimdokumente enthüllt und in einer Ausstellung veröffentlicht. Sputnik sah geheime Dokumente des Münchner Verrats, der vor 80 Jahren zum Verlust des Sudetenlandes führte. Ab sofort kann jeder sie sich ansehen. In Moskau können Sie einzigartige Dokumente zum Münchner Diktat sehen. Das russische Staatsarchiv organisierte die Aufstellung München 38 an der Schwelle einer Katastrophe, die einem tragischen Moment in der tschechischen oder europäischen Geschichte gewidmet ist. Der Moment, der die Welt in den Zweiten Weltkrieg führte, obwohl westliche Politiker damals vom Gegenteil überzeugt waren. Russische staatliche Institutionen haben mehr als 200 Dokumente für die Ausstellung freigegeben. Sie erreichten die breite Öffentlichkeit zum ersten Mal seit 80 Jahren, seit der Trennung des Sudetenlandes von der Tschechoslowakei. Darüber hinaus hat sein Büro nach Angaben von Andrei Artisow, dem Direktor des russischen Bundesstaatsarchivs, insgesamt 473 einzigartige Münchner Diktatdokumente aufbereitet und im Internet veröffentlicht, die zuvor geheim waren und von der Öffentlichkeit nicht eingesehen werden konnten. Besucher der Ausstellung können neben einer Kopie des Münchner Abkommens selbst weitere historische, bedeutsame Dokumente sehen, die dem Verrat an unserer Republik vorausgingen und ihm den Weg ebneten, gemeint ist damals die Tschechoslowakische Republik. Zum Beispiel das Protokoll der Spitzengespräche Nazi-Deutschlands von November 1937, aus dem hervorgeht, dass Hitler die Besatzung Österreichs und des Sudetenlandes plante. Die stenografische Aufzeichnung des Gesprächs zwischen Adolf Hitler und dem einflussreichen Politiker und späteren Außenminister Lord Halifax über die Verbesserung der Beziehungen zwischen Berlin und London, das die Absicht der britischen Regierung enthält, die nationalsozialistischen Bemühungen um den Anschluss des Sudetenlandes an das Dritte Reich nicht zu behindern, sollte dies nicht tun, der Aufmerksamkeit entgegen. Auch Dokumente zur geplanten Operation Grün, gemeint ist der sogenannte Grüne Plan, sind ausgestellt worden. Es war ein deutscher Plan eines Militärschlags gegen die Tschechoslowakei, den die Nazis seit 1937 planten. Die Operation sollte eine Alternative sein, falls der diplomatische Druck auf Prag scheitern sollte. Berlin war bereit, die Tschechoslowakei um jeden Preis in Stücke zu reißen. Und hier eine Kopie des Münchner Abkommens, das der Tschechoslowakei und das Sudetenland entzog und die Welt in den Zweiten Weltkrieg brachte, sagt Sputnik. An der Eröffnung der Ausstellung nahm der russische Außenminister Sergei Lavrov teil. Russlands Chefdiplomat sagte in einer Erklärung, das Münchner Abkommen sei ein klassisches Beispiel für die katastrophalen Folgen der Missachtung des Völkerrechts. Das ist aktuell in der heutigen Zeit. Die Ausstellung ist eine klare Bestätigung dafür, dass die damaligen Ereignisse in einem historischen Kontext gesehen werden müssen. Das Münchner Abkommen, das zum Auftakt des Zweiten Weltkriegs wurde, bekräftigte die schändliche und im Grunde verbrecherische Beschwichtigungspolitik gegen das Dritte Reich. Die Länder, die dem Abkommen beigetreten sind, Großbritannien, Frankreich und Italien, haben in der törichten Hoffnung gelebt, dass sie in der Lage sein werden, die Bedrohung durch Hitlers Aggression abzuwenden und sie nach Osten zu lenken, sagte Lavrov in einer Rede. Wie der russische Außenminister hinzufügte, habe die pazifistische Politik des Westens dazu geführt, dass die deutsche Aggression gegen die Nachbarn und die eigene Bevölkerung jüdischer und anderer Nationalitäten übersehen worden sei. Dies hat zu einer weltweiten Tragödie geführt. Ja, lieber Sergej, genau mein Humor. Der Artikel ist auf Tschechisch und die automatische Übersetzung ist zwar nicht die beste, aber der Sinn bleibt unverfälscht. Also Russland, in diesem Fall Sergej Lavrov höchstpersönlich,
forciert das Bild des bösen und verräterischen Deutschen. Liebe Putinisten, ihr könnt gerne eure Augen weiter verschließen und diese Fakten ignorieren. Vielleicht hofft ihr doch, dass Russland euch den ersehnten Friedensvertrag bescheren wird.